Gehen wir wieder beten. Ja, kommt, geht wieder. Ihr müsst zurück. Die warten schon. Mensch, seid Fuch, da kommt er. Danke. Seit über 50 Jahren bin ich in der katholischen Kirche schon aktiv. Ministrant, Oberministrant und jetzt bin ich Mesner. Und jetzt fangen wir an mit der Digitalisierung, die Kirchenoberen. Ich habe voll Angst, dass bald kein Mesner mehr gebraucht wird. Ja, sie lachen. Glocken läuten. Digital. Opferstock. Digital. Ja, Gott, bitte mehr, helft mir, dass es hören die Burschen da drüben. Kollekte. Genau, und ich bin, mir hat es ja schon gestunken, wie diese Bastkörbchen anonym durch die Reihen gewandert sind. Und jeder hat neigeschmissen, was er gemahnt hat, dass er neigeschmeißen darf. Nein, ich setz den Klingelbeutel ein und dann ran an die Christen. Und dann bleibe ich bei der Hummel mit der Almosenschaufel, bis der Betrag passt. Ja, meine Damen und Herren, da kann Lobe den Herrn schon mal 58, 59 Strophen dauern. Ja. So schaut das aus. Ja. Halt. Beichten. Ja, vielleicht bei den evangelischen Warmduscher. Ja. Herr Bedford Strom, bitte, ja, bei euch steht's doch am Sonntag drin, der Vergeber. So, liebe Gemeinde, jetzt denkt mal ein wenig an unsere Sünden. Hinten macht der Mesner das Fenster auf und zack ist der Dreck draußen. Da gehst du mal zu uns, fragt deine zwei Kollegen von der Hardcore-Front. Bei uns steht in jeder katholischen Kirche immer noch mindestens ein hölzernes Bus-Warte-Heißler. Und da hockt der Vergeber drin. Und glaub ja nicht, du kannst ihn reinhocken und ein wenig denken. Der will Details. Der will was hören. Der lebt doch im Zölibat. Naja, mit dem Zölibat gibt es jetzt langsam Probleme. Das hat jetzt sogar schon der Papst gemerkt in Rom. Die Kirche war einmal der Hit. Auch zum Beispiel diese vielen Feiertage. 11.11. zum Beispiel. Ja, ruhig bleiben, das war jetzt mehr das andere, der Martinsumzug. Da bin ich hin, mit selber gebastelter Laterne, mit echter Kerze, meine Damen und Herren. Und da ist fein nie ein Kind verbrannt. Niemals. Ehrlich. Ich weiß heute noch nicht, warum wir überlebt haben. Ich weiß es einfach nicht. Es ist wirklich Wahnsinn. Ja, und also diese, es war ja beim, da war dann der Fury da. Also der heilige St. Martin war ja eigentlich der Hans. Und der Hans war der Reitlehrer auf seinem Fury. Und der ist vorne weg geritten. Und hintendrein, da war der Posaunenchor der Kirche. Die haben schön ausgeschaut, aber fürchterlich gespielt. Und da dahinter 450 Schüler, meine Damen und Herren, wir waren alle da. Und da wurde nicht wochenlang mit dem Elternbeirat, mit Frau Bindestrich diskutiert. Ja, es wurde diskutiert. Ach Gott. Mein Maximilian Alexander kann unmöglich diese Laterne kilometerweit tragen. Klar, die fette Sau muss rollen. Mann, ja was denn? Gott im Himmel. Naja, und dann, bevor wir losgelaufen sind, hat der Posaunenchor nur mal gespielt. Und in einem Jahr hat er gespielt. O Tannenbaum, o Tannenbaum. Und der Posaunist, der genau hinterm Fury gestanden ist. Ich weiß nicht, ob ein Proktologe heute da ist. Ein Auspuffdoktor. Also, die Posaune ist, wie soll ich es Ihnen erklären?
rektal eingedrungen. Und es macht ein Pferd nicht. Und der Fury hat quiert und ist losgaloppiert. Und der Martin, also der Hans, der hat dann nur gebrüllt: Halt, halt! Also, naja. Der hat jetzt ein wenig gedauert, mein Lieber, du. Das war also die doppelte fränkische Verneinung. Halt, halt. Und dann haben wir nur noch den Fury gesehen. Und da habe ich an die Karl-May-Filme gedacht. Da waren die Weisen im Vor gestanden und die leeren Indianerpferde sind drumherum geritten. Und die haben rausgeschaut, die Weisen, und haben gesagt: Gück, geh nicht wie Menschen und geh wie nicht du. Von wegen, du, die waren 90 Grad, waren die an die Gäuel dran gehängt. Die Indianer, die hat man bloß nicht gesehen. Jeden Sonntag war die Kern voll. Jeden Sonntag. Na, die Metten sowieso. Mette, Mitternacht, von der Bescherung bis zur Mitternachtsmette. Mensch, ärgere dich nicht, und sehr viel Punsch. Ja, und ich hab von der Omi mal Eierlikör gekriegt. Dunnerwetter war ich besoffen bei der Mette. Ich hab schon beim Neilarven hab ich geklingelt wie ein Teufel. Und Friedhelm, das wirst du nur wissen, wenn man in den 60er Jahren eine Glocken gehört hat als Katholik, zack, ist man aufs Knie. Absolut. Zack, aufs Knie. Ha. Ja, wir haben ja, Hans, wir haben ja jeden Werktag um 6 Uhr haben wir eine komplette Morgenmesse zelebriert. Für drei alte Damen im Ort, die weit über das Verfalldatum. Bruderwind. Horch, und wir haben lateinisch, hat der Pfarrer noch gezaubert. Ja, Dr. Franz, das wirst du jetzt nicht wissen, da bist du zu jung. Ha? Da hab ich fein Langdruck, Gerber, an dem Gag, du Verreck. Ha. Du, na, wenn er. Das war einer, ne? Ja. Du, der Pfarrer war mit dem Rücken zum Publikum dort gestanden. In nomine Patri et Filii. Hoffentlich gewinnt der Club. 61 deutscher Meister, 62 Pokalsieger. Da haben die Bayern Gimbel nur mit Schweinsblunzen unten an der Isar rumgeschussert, oder? Sehe ich jetzt einige fränkische Gesichter, die entgleiten. Ich möchte die Kamera gar nicht nah draufhalten, wer da gerade zuckt hat, mein Lieber, du. Also, auf alle Fälle, wie ich das erste Mal ministriert habe, habe ich auf einmal gehört, wie es im Gebetsgestühl, da hat es so geknackt. Und da denke ich mir, ja, was ist denn das? Habe ich gesehen, dass die alten Weiber, die haben gestretched. Vor der Wandlung gestretched. Das hat nicht der Müller-Wohlfahrt, der Gimbel, erfunden, sondern die alten fränkischen Bäuerinnen, die haben alle ja Bodaggenknie gehabt, also eine Kartoffelarthrose. Und wenn du bei der Wandlung zu früh geläutet hast, das sind die Nunder und Hängerblin. Ja. Deswegen hat immer noch ein Ministrant am Ende vor der Mess Ruhe da unten. Aber wenn ihr aus München seid, ihr Hundskrübel. Also, und da musst du mal vorstellen, du, auf einmal war das wirklich, das war unglaublich in der Metten. Da war, also, wir waren ja alle fertig. Übrigens, Punsch ist das einzige Getränk, wo der Vollrausch ohne Vorwarnung von einer Sekunde zur anderen eintritt. Bitte, wer bin ich? Meine Mutter hat gesagt, sauf ja nix zum Vater. Sauf ja nix. Hat er nicht. Aber er war in der Küche und hat den Punsch erhitzt. Und die Dämpfe haben er fertig gemacht. Da hast du schon mal 3/4 Sima.
Okay, ein paar Schauer wieder blöd. Also 18.45 Uhr. Um 18.45 Uhr hast du aus der Küche schon gehört, wie der Vater gesagt hat, heuer gehe ich nicht in die Mette. Heuer ist es Faktor. Aber wir mussten in die Mette. Und kurz vor 12 hat sich ein Zug in Bewegung gesetzt. Links die Mama, rechts der Bu, in der Mitte der Papa. Heuer gehe ich nicht in die Mette. Und 3,20 Meter dahinter die Oma. Und die hat bloß einen Satz gesagt. Den hättest du nicht heiraten sollen. Heidei. Das war ja hart. Und auf den Weg in die Mitte kamen uns Menschen auf der anderen Straßenseite entgegen. Und die haben fröhlich herübergegrüßt. Schöne Feiertage. Und mein Vater hat ihn überbrüllt. Leck mir am Arsch, schöne Feiertage. Ich muss in die Metten, du Depp. Und zu mir hat er gesagt, wer sind die? Ich habe gesagt, Papa, bitte sei ruhig. Das sind Evangelische. Die sind schon fertig. Was? Ich trete über? Also, ja, und unser Pfarrer war ein schlauer Mann. Die letzten 3 Bankreihen in der Kirche waren reserviert für die bunschgeschädigten Männer des Ortes. Und solange die wach waren, haben sie geredet. Hast du, Entschuldigung, hast du auch einen Bunsch hier? Bitte, du hast einen dabei. Was hast denn du da vorne? Für Obst. Was? Erdbeeren? Erdbeeren, das ist eine Maibohle, du Simbel. Erdbeeren, nein, du. Was hast denn du für den Gurken? Boah, immer hocken die Preise neben mir, du. Ja, was? Und dann, in einer Mette kam es zur Katastrophe. Schuld waren wir Ministranten. Wir haben die Idee gehabt, dass wir Sternspeier zünden. Wie sagt ihr dazu? Sternwerfer, ja. Sternwerfer, das ist richtig schön fränkisch. Wir haben Sternspeier gezündet und der Vater muss da aufgewacht sein. Und wie er die Pyrotechnik sieht, brüllt der Simpel quer durch die Metten: FCN! Die CDU hat AKK, wir haben KKK. Klaus Karl Kraus aus Erlangen, mit dem guten Vortrag. Herzlichen Dank. Auf den Klaus ein dreifach donnerndes Franken. Klaus Karl Kraus.